Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Funk, dem öffentlich-rechtlichen Online-Angebot mit dem gewissen Swag. Geh zurück zu Mama und lass dir den Arsch pudern! Wow. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du die Ironie? Heute mit Till Reinhardt. Der Mann ist Satire-Star, Kultkomedian. Und heute gehört zum Heute-Show-Team Till Reinhardt. Ensemble, sagt man in der Feuilleton. Wir werden ihn heute mit verschiedenen Aussagen konfrontieren. Mhm. Till wird auf jede dieser Äußerungen mit Boah, geil antworten. Und wir müssen dann herausfinden, war das jetzt ernst gemeint? Dann drücken wir den grünen Buzzer. Ja. Oder hat er das nicht ernst gemeint? Dann drücken wir den roten. So einfach ist das. Jo. Daumen nach oben nicht vergessen und ja, Kanal abonnieren. Oder Till, abonnieren ist wichtig. Sehr wichtig. Mach mal den ahnungslosen Zuschauern und Zuschauerinnen den Mund wässrig. Was bist du? Du bist quasi ein künstlerisches Mischwesen. Ich bin Stand-Up-Comedian. Mach mal einen Witz. Du bist ja lustig, oder? Mach einen Witz, lass dich mal reden. Lass dich mal ausreden. Ja, ist ein aktuelles Programm. Flamingos am Corti. Sag das nochmal, dann machen wir hier einen schönen Single. Flamingos am Corti. Hey! Runde Nummer 1. Atomkrieg, aber GNTM läuft trotzdem wie gewohnt. Boah, geil. Ist die Frage, guckt Till Reiners Privatfernsehen? Das Sofa hast du Privatfernsehen? Ich glaube schon, dass er sich das eine oder andere Mal in RTL reinseppt oder ProSieben mal anschaut und dann auch dann wirklich die Programme anschmachtet. Und natürlich auch die Girls bei GNTM. Er hat die Augen gern auf Hinterteilen. Okay, alles klar. Ja. Das war Eckhard von Hirschhausen. Verwechselt hier, glaube ich, persönlich. Aber ich kann aber auch was sagen jetzt. Nee, hier, oder? Da muss ja ruhig sein. Eckhard Till Reiners, das ist heute hier bei mir zu Gast. Es geht um Blutgerinnsel. Und mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Danke. Früher wurde hier gelacht, mittlerweile nicht mehr. Ich würde sagen, er hat das natürlich, ironisch gesagt, den Atomkrieg. Das will wirklich keiner! Klär uns auf. Ah, wir sind deine Musen. Nee, ich find's absolut okay. Oh, verdammt! Also ich fänd's, also zu der Sendung wird auf jeden Fall passen, dass man denkt, ja gut, aber muss ja weitergehen. Ja, also ich meine, wer wird jetzt Topmodel? Ist ja schon wichtig. Ja klar, die Frage. Natürlich. Wer landet auf der Vogue? Ja. Nee, auf Harper's Bazaar mittlerweile. Oder auf dem Otto-Katalog wahrscheinlich nur noch. Keine Ahnung. Ist doch fast gelandet. So. Ist vieles von mir gelandet, ja. Till, im Sommer gibt's ein großes Special deiner Till Reiners Happy Hour Show. Ja. Du bist XXL. XXL, du bist Dreisat-Gesicht. Wem Dreisat nicht sagt. Ja, bist du doch. Ja, also du meinst es als Kompliment, ne? Ja, voll. Ja. Was ist das Tolle am Dreisat? Warum sollte man das einschalten oder den Sendersuchlauf starten? Schaltet ein, weil ihr sowieso dafür gezahlt habt. Das ist immer ein gutes Argument bei uns auch. Ja. Ja. Leute haben ja irgendwie auch für dich bezahlt. Und da kommt ja immer mehr Kritik. Du bist zu laut, du bist zu viel. Ja. Ich will mich heute mal zurückhalten. Das wollen die Leute aber auch nicht. So ein Mittelding. Was wollen die Mittelding. Ich bin auf Fond terrible und ich will es bleiben. Friedrich Merz bringt einen Charity-Nacktkalender mit BDSM-Motiven heraus. Boah, geil. Kam schon sehr raus, ich würde sagen. Ja, warte doch mal, lass uns doch mal überlegen. Was könnte denn so die sexuellen Präferenzen sein von einem Till Reiners? Friedrich Merz ist natürlich ein Mann in seinen besten Jahren. Sehr wenig Körperfettanteil. Ich glaube schon, wenn er so macht, dass er den Latt, dass man den Latz bei ihm sieht, wenn er sich so vorbeugt. Und BDSM, Lack und Leder, so ein Ball im Mund. Meinst du, Till mag sowas, BDSM? Ich glaube schon, dass Till in den Sexshop gegangen ist schon mal. Und hat sich so mal die Stiefel mal wenigstens angeguckt. Ich glaube schon, dass er so im Regal war. Wo? Ja, genau. Ja. Das ist aber echt skurril. Ja. Und dann wieder zurückgehangen hat. Ja, genau. Nee, was aber auf jeden Fall Katzenmasken so. Ja. So. Du gehst auf der Kiel, geht auch so ins Bett. Dass Leute auf mit Stöckelschuhen aus seinem Rücken laufen und Salsa tanzen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen würde ich einfach sagen, das hat er ernst gemeint. Ich glaube auch. Und weil auch Charity ist immer eine gute Geschichte. Ja. Einigen wir uns? Ja. Vereinigen wir uns auf den Buzzer? Ja, absolut. Ja! Ja! Weil ich auch glaube, also das würde die Karriere von Friedrich Merz beenden. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Wir müssen natürlich neutral bleiben als öffentlich-rechtliche Marionetten, aber Friedrich Merz ist ein ganz schönes Arschloch. So. Auf eine nette Art, ja. Auf eine nette Art. Und das war natürlich jetzt ironisch gemeint, Herr Merz. Satire mit doppeltem Boden und gleichzeitig auch wieder anders gemeint. Richtig. BDSM, ich habe es ja ein bisschen versucht,
dich so zu beschreiben als jemand, der BDSM-Fan ist. Ist das sowas, was du machst? Nö, aber schön. Bist du ein sexueller Grenzgänger? Ja, schon. Wird das im würde ich Hause Reiners gebissen. Kann ja neckisch sein. Sexy Bordbistro, sowas zum Beispiel. Komm, wir machen mal was Verrücktes. Fände ich toll. Aber fände ich auch geil, wenn es dann, einen Preis gibt, weil es gibt ja diesen High Miles Club. Das ist, wenn man im Flugzeug Sex hat. Und wie würde es dann heißen? Hot Bistro Club. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder wir haben heute geschlossen, ist kaputt Club. Ja. So was zum Beispiel. Heute keine Kartenzahlung Club. Runde 3. König der Löwen. Mufasa überlebt, bleibt aber ein lebenslanger Pflegefall, der die Familie sehr belastet. Boah, geil. Oh, das kann ich nicht ernst meinen. Das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Simba wird dann auch kein König, weil der Mufasa blockiert ja alles. Ja. Er blockiert dann komplett, die komplette Karriere geht kaputt. Simba opfert sich ja auch für Mufasa sein Leben lang. Ja. Die Ehe ist kaputt. Aber ist ja die Frage, ist das nicht der Sinn eines Sohnes, sich um den Vater zu kümmern? Da kann man diskutieren. Oder? Mal den moralischen raushängen lassen. Ne, Vater ist nicht immer uncool. Da muss der Rafiki auch mal helfen dann. Ja, da muss er auch mal, müssen alle anpacken. Ja, richtig. Pumba muss auch mal, jetzt mal eben. Es war von ihm ironisch gemeint, denn das ist wirklich, wer, das traue ich ihm nicht zu. Genau. Ja, stimmt. Yo! Ja, ich find's, also ich finde das eine lustige Idee, aber nicht über 90 Minuten, will ich nicht sehen. Wie unsere Mediathek-Sendung. Da guckst du so Disney-Sachen gerne? Comic-Geschichten, Comic-Strips? Hab ich nicht mehr, aber ich würde zum Beispiel so für Ice Age oder so, das würde ich mir immer. Boah, ich hasse Ice Age. Das würde ich mal so durchgucken. Ja? Wieso hast du das denn? Weil ab dem zweiten Teil werden die Animationen ganz, ganz schlecht und dann sind doch nicht mehr die Originalsprecher. Hast du einen am Sender? Das ist doch jetzt erst. Muss ich mich mal ganz normal für die Community mal hier. Jetzt gibt es mittlerweile 6 Teile, es wird immer besser. Das ist ja immer schlecht. Ja. Was? Die Haare sehen American Pie, wird immer schlimmer. Die Haare sehen immer echter aus. Nein, eben nicht. Das ist quasi. Die Animationen verlaufen rückwärts, das wird immer schlechter. Otto macht immer noch mit. Sag mal, kommen deine Füße an den Boden? Meine Füße kommen gar nicht an den Boden. Meine auch nicht. Wir sind extrem klein. Oliver Pocher übernimmt die Heute-Show. Boah, geil. Ganz kurz, was man Oliver Pocher ja nicht vorwerfen kann, ist, dass er alles macht. Dass er ist wirklich jemand, der kann viel. Der kann viel Müll erzählen und viel Mist bauen. Das auf jeden Fall. Er ist natürlich auch ein Grenzgänger. Ich würde sagen, Till war ja auch schon bei der Heute-Show. Er hat das grandios gemacht, diesen Aushilfsjob. Ja, ah, ja. Applaus nochmal. 11 Millionen. Welke, zieh ab! Mach den Weg frei! Du hast noch Kohle! 11 Millionen Leute können nicht lügen. Nein. Ganz Deutschland will Till. Ja, wir wollen Till! Wir wollen Till! Ganz Köln-Lindenthal steht Kopf. Oder wenn Elan aber ganz schnell vorbei. Ich würde sagen, er meint das ernst, weil man kann ja nicht alles machen. Das ist ja ironisch gemeint von ihm. Also er meint das nicht ernst. Falsch! Was meinst du ernst? Findest du das wirklich gut, dass er das macht? Also ich fände es witzig, aber ein bisschen habe ich auch wirklich mein Herz jetzt, also ein bisschen Herz habe ich ja schon für die Sendung. Da habe ich damit die richtige Antwort gegeben. Schlag ein, Junge. Ich kann man sich immer verlassen. Immer. Du bist immer meiner Seite. Nein, Baby. Wann machst du Wetten, das, Till? Ja. So, jetzt endlich, hau raus. Sag mal, top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Ja! Ich habe gesagt, er soll es machen. Wollt ihr das mal machen? Geh weg mit den Influencern. Ihr habt da Bock drauf. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wenn ich anfange, kämpfe und ZDF, würde ich das direkt machen. Ohne Gage, Also ja. Eher ohne Gage, ich das Doppelte. Dann würde ich es machen. So. Nee, auf jeden Fall, klar. Ich wäre eher so Typ Außenwette. So, nächste Runde. Man wird in der Bahn von einer sehr attraktiven Person angefurzt. Boah, geil. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Doch, das finde ich ja gut. Soll ich für dich antworten? Ach so. Aber ich auch, Till find's gut. Till, du bist ja auch mit der Bahn angereist heute. Hast du irgendwas heute was besonders Ekliges erlebt? Till ist nämlich Lokführer nebenberuflich. Nee, gar nicht. Nee, alles gut? Schönchen Verspätung, ein paar Leute, die zu lange telefonieren, alles im normalen Bereich. War das denn, also hab ich richtig gelegen mit meiner Vermutung, dass du es ganz schön geil finden würdest, wenn du angefurzt wirst von attraktiven Personen? Auf gar keinen Fall. Warum das denn? Das macht den Furz doch nicht besser, wenn die Frau attraktiv doch ist. Doch schon. Wirklich? Hast du es ausprobiert? Gibt es eine Studie von dir? Ich bin doch auf der Suche nach hübschen Frauen, die mich anfurzen wollen. Also, liebe Freunde, hast du das Augericht mit, ne? Weil wir wollen sagen, ja. Das ist ein neues Sat1-Format. Du redest ja auch über viele Sachen und zwar unter anderem. Das ist eine gute Anmoderation. In deinem Podcast Endlich Normale Leute sprichst du mit Ariana Barbouri über dich und die Welt. Ja, genau. Erstmal Applaus für den Podcast. Ja, danke. Wie lasst ihr die Ohren glühen?
Ja, es ist ein Laber-Podcast, sehr lustig, sehr schön. Da muss man sich einfach anhören und dann ist es lustig. Wir hatten doch auch mal einen Podcast zusammen, eine Folge. Ja, und Jokes. War doch gut, war doch schön. Ja, war cool. Jokes, ja. Ja. Habe ich ganz vergessen. Wieso kommst du denn? Du warst das, ja klar. Ja, klar. Ja. Das hab ich wiedererkannt. Schon drei Jahre her oder so. Wieso gibt's da keine nächste Staffel? Was macht Spotify denn da falsch? Ich habe keine Ahnung, es war... Waren zähe Verhandlungen, ja. Sag ich mal so. An mir lag's nicht. Nee, weil du bist ein Kultstar. Werdet ihr auch manchmal als die Kultzwillinge angekündigt? Nee, machen wir es selbst, genau. Wir sind klar. Die Kultzwillinge. Kultzwillinge. Ich bin gerne Kult. Aber okay. Das kannst du nicht selber entscheiden. Doch, klar. Aber es sind nur Leute. Ja. Ja, ich meine, normal, das ist ja das alte Bild. Ja, dass man das nur Leute. Diddle zum Beispiel, die Diddlemaus. Kennt ihr noch die Diddlemaus? Ja. Die ist Kult. So, oder Otto. Otto ist Kult. Oder Jürgen Drews ist Kult. Und wo seht ihr euch da in der Reihe? Das sind einfach auch Wasser in den Füßen wie die Diddlemaus. Ich kann mich auch kaum bewegen wie Jürgen Drews. Und wer war der andere nochmal? Dann ein großer Applaus für Till Reiners. Dankeschön. Wir sind denn gern im Dreisatzprogramm. Ja. Jeder ein separat zählt. Und natürlich auf der Tour. Der Mann bringt die Hallen wirklich zum Beben. Wir kommen zur tollen Endcard. Oben gibt es ein Video von Das. Ach, das war's schon. Ach, schade. Ja, das war's schon. Wir können gerne auch weiter quasseln. Das ist ein tolles Video von Das schaffst du nie. Und zwar, errate Snacks aus aller Welt. Schmeckt Meini besser als der Sternekoch? Und unten gibt's... Ja, wo ist die Frage? Ja, was wollt ihr haben, hä? Und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du die Ironie mit Annette Frier? Riesenapplaus! Applaus!